Ja, hallo zusammen bei der vorletzten Folge in dieser Woche. Donnerstag sollte sie kommen. Und ja, wir schnetzeln uns mal weiter ein bisschen durch die Gegend. Wir haben jetzt noch so eine komische Ach, ich habe vergessen zu verkaufen, Leute. Wow. Ich habe direkt wieder auf Aufnahme geklickt. Wisst ihr was? Seid dabei, wenn ich verticke. So, dann mal eben hier nach Glauberg. Ich glaube kaum, dass diese komische Sense hier irgendwo abzugeben ist. Kann ich mir jetzt nicht so wirklich vorstellen. Willst du mehr? Ich will dir was verkaufen, ich will nicht mehr. Der macht mehr Schaden, aber pff, die anderen Werte sind für den Arsch. Huch, da kam eine Nachricht rein, na sowas aber auch. Ja, eine Sprachnachricht, die höre ich mir später an. 30% Feuerwiderstand, ich muss mal ein bisschen was bei dem wieder... Ach komm, sowas ist Standard, das werden wir schon wiederfinden. Da war die Sense, das Ding schleppe ich auch mit mir rum, wartet mal. Tschüss, kann ich nicht, was soll der Scheiß? Jetzt habe ich das in meinem Inventory und kann es nicht loswerden, wie zum Kotzen ist das denn? Naja, man kann nicht alles haben. So. Ein Hammer, eine Axt. Kann ich sowieso nicht tragen. Was soll das denn jetzt hier? Noch eine Sprachnachricht. Alter Schwede. Ich glaube, ich werde gleich mal die Aufnahme unterbrechen. Nee. Oder doch vielleicht, wenn das so zwei gleich hintereinander, könnte das was Wichtiges. Nein, wir machen die, ich nehme die Folge zu Ende auf. So, weg. Weg. Ja, da haben wir noch Platz. Okay, sollte reichen. Ja, bei wem auch immer, ist mir egal. So, wieder zurück. So. So. Die Frage ist jetzt, kann man hier irgendwo rüber? Da nicht. Da vorne übrigens vermutlich auch nicht. Ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, dann gucken wir uns da nochmal rechts unten und dann gehen wir, hier kommen wir auch nicht rüber, ne? Doch, hier kommen wir rüber. Dann gehen wir mal eben hier hin und gucken mal, ob hier noch, sind noch Gegner rumtreiben. Vermutlich ja, dafür ist das Gebiet eigentlich, da ist nichts mehr. So, dann, was haben wir hier noch? Hier haben wir Gegner. So, das war das. Ja, und dann habe ich erstmal an der letzten Folge drüber gesprochen. Urlaub ist vorbei, blöd. Ja, im nächsten Jahr dann erst, nein, in diesem Jahr erst im März wieder Urlaub. Und da auch nur 3 Tage in der Woche, wo ich Geburtstag habe. Aber da nehme ich eigentlich immer Urlaub. Auf meinem Geburtstag möchte ich nicht auf der Arbeit sein. Keine Ahnung, das mache ich schon seitdem ich arbeite, so dass ich versuche, auf meinem Geburtstag nicht auf der Arbeit zu sein. Und fragt mich bitte nicht nach dem Grund, weil ich kann ihn euch nicht nennen. Ist gefühlt einfach so, dass ich das nicht möchte. Und da der mein Geburtstag dieses Jahr auf den Mittwoch fällt, dachte ich mir so, okay, dann nimmst du halt mal 3 Tage Urlaub, hast du verlängertes Wochenende. Geht eigentlich immer meines Erachtens nach. Ach komm, hallo. Hey Freunde, ich habe eure, dass ich eure Schwester gerettet habe, ist euch egal, ne? Ist euch vollkommen egal, ist mir schon bewusst. Wieso läufst du wieder weg? So.
ein Opfer. Hoppla, wer bist du denn? Sag mal, könntest du mal aufhören? Hey, Freunde. Also die Viecher wären halb so nervig, wenn sie nicht immer sich verpissen würden. Dann wären die halb so nervig. So, dann hätten wir da mal ein bisschen aufgeräumt. Gucken wir uns mal den Steinhaufen an. Bisschen Gold. Also das Loot ist auch eher echt so... Es ist wirklich ganz selten, dass ich sagen würde, hey, yeah, cooles Loot. Scheiß Magier. Alter, jetzt reicht's aber. Vogel. So, einfache Truhe. So. Du stirbst du? Danke. So, weiß ich jetzt gar nicht. Wir gehen hier mal rüber. Stirbst du? Würde ich toll finden. Sag ich doch. Wer bist du denn? Es ist meine Schuld. Mhm. Ich habe alle gehasst und wollte nur noch weg. Ich dachte, der Kult könnte mir etwas geben, könnte mich mächtig machen. Und ich dachte, mein Vater und die anderen würden ihre Motive einfach nicht verstehen. So wie sie mich nicht verstehen. Aber sie sind wirklich böse. Als ich mich geweigert habe, meine eigenen Leute zu verraten, wollten sie mich, Nertus, opfern. Mhm. Du hast mir gerade noch rechtzeitig das Leben gerettet. Habe ich das? Ich rede mit meinem Vater und bitte ihn um Entschuldigung. Aber bitte sagt niemandem, wie dumm ich war. Nein. So, auch eine Nebenaufgabe, Sorgenkind. Dann lass es mal schauen. Sorgenkind. Triff dich in Glauberg, okay. Dann mal eben nach Glauberg zurückreisen und die Quest abgeben. So. Na komm, lad hin. So. Muss ich nur gucken, wo diese Quest war. Ich habe nämlich gerade nicht die geringste Ahnung. Wir hatten ja in Glauberg einige Queste angenommen. Was dann jetzt die richtige war, weiß ich jetzt nämlich nicht mehr so genau. Ist ja auch schon wieder mehr als eine Woche her. Ich meine, hallo? In meinem Alter darf man sowas dann auch mal vergessen. Da vielleicht. Danke, dass du meinen Sohn gerettet hast. Ja, da nicht für. Wir haben uns lange unterhalten. Und ich weiß jetzt, dass ich ihn nicht hätte zwingen dürfen. Ich muss wohl einfach jemand anderen finden, der ja, eines Tages meine Arbeit fortführen will. So, Prosopon, Inventory. Wo ist denn das da? Was haben wir denn hier? 65, was? Plus 1 auf alle Fähigkeiten ist natürlich nice. Aber sonst verliehen ein Sirenenlied, aktiviert bei Nahkampfschaden. Ja, weiß ich nicht. Ich behalte es erstmal. Aber so für unseren Bild ist das, glaube ich, jetzt tendenziell eher ungeeignet. So. Eine Nebenquest abgearbeitet. Wie auch immer er jetzt heile zurückgekommen ist. Man weiß es nicht genau. Halt, da liegt noch Kohle. Hey, Freunde.
Der Blutungsschaden ist echt nice. Wenn sie denn erstmal getroffen sind, war es das meistens. Umhang der Auserwählten. Ja, bla. Für meinen Geschmack viel zu wenig Rüstung. Ja. Ich komme dich sowieso gleich besuchen, mein Freund. Dessen kannst du dir sicher sein. So, aber hier können wir rüber. Was? Jungs. Oder ihr seid ja eigentlich eher Mädels, glaube ich. Du bist jetzt eigentlich tendenziell eher das Opfer. Für die Göttin. Ja. Ja, was sind denn so die Spiele, die auf die ihr euch, also wenn ihr euch da so ein bisschen schlau gemacht habt, was sind die Spiele, auf die bei langsam Omnibus Ball, auf die ihr euch dieses Jahr freut, wo ihr sagt, ja, habe ich Bock drauf. Weil es gibt jetzt ja schon Release-Pläne, beziehungsweise so ein, ich nenne es mal, man kann so ein bisschen gucken, was für dieses Jahr so geplant ist. Also ich freue mich zum Beispiel auch wahnsinnig auf Senua's Sacrifice, was eigentlich hätte ja auch schon im letzten Jahr kommen sollen. Was allerdings sich dann verschoben hat. Da fand ich den ersten Teil ja so unfassbar gut. Und der Trailer, den man sehen kann von Senua's Sacrifice, der soll ja, und das kann ich mir eigentlich so gar nicht vorstellen, soll ja Ingame gewesen sein, also Ingame-Grafik. Er war so unfassbar gut, dass ich den für einen Render-Trailer gehalten habe. Aber laut Aussage der Macher ist es in-game und das wäre mal echt abgefuckt. Muss ich echt mal so sagen. Aber ich bin ja bei solchen Grafiknummern, ich bin ja mal sehr, sehr vorsichtig und sehr... Wo komme ich denn hier rüber, verdammt nochmal? Hä? Ich muss hier doch irgendwo rüberkommen. Was soll denn der Scheiß? Da jetzt nicht, oder? Ach, was will... Wer nervt? Man weiß es nicht. Mit, ah, da sind Gegner. Ja, ja, für die Göttin, genau. Komm mal alle her. So. 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 Ach, was willst du denn? Nerven? Sterben ist wohl eher angebracht. So. Dann haben wir das hier. So. Also ich muss mich echt dran gewöhnen, diese Augen. Also der 7er Skill. Ich weiß gar nicht, wie er jetzt heißt. Warte mal, der 7er Skill heißt Jagdruf. Weil er macht echt. Du hast gleich. Also der Gegner hat halt gleich deutlich höhere oder deutlich weniger, hier plus 17% Angriffsgeschwindigkeit, 33% Schaden gegen Tiermenschen, 33% Schaden gegen Bestien. Das ist schon echt nice. Da kann man, nee, das ist Quatsch, das war doch blöd, was ich euch erzählt habe. Hier, minus 42% physischer Widerstand und 42% Durchschlagswiderstand. Und wenn ich mir das anschaue, wir machen hier 74 bis 85 Schaden, 25% Durchschlagsanteil und plus 17% Durchschlagsanteil, 114 Energieentzug, 53 plus 23 und normalerweise eine Blutung macht er ja gar nicht, aber gut. Aber das ist so echt passend.
Also, allein der Durchschleichschaden, den wir da mehr machen, der ist echt schon nice. Hallo, Freunde. Sperr mit Blutungsschaden wäre natürlich nice. Plus Durchschlagschaden habe ich aber in letzter Zeit keinen gesehen. Wobei mit Speeren sind sie, geizen sie zwar. Also wie gesagt, diese goldenen, die wir da vorhin hatten. Wartet mal. Ah, ich habe es doch geahnt. Scheiß Blutfilter, dass der sich immer verstellen muss, ist echt nervig. Hat mich da jemand angerotzt? Wollte mich da jemand anrotzen? So klang es nämlich. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Ich weiß gerade nicht, wo es weitergeht. Ist hier etwas unübersichtlich, wie ich finde. Ah, hier scheint es weiter zu gehen. So, eine gewöhnliche Kiste. Yippee-yay. Irgendein Beinschutz, noch ein Beinschutz und einen Trank. Da war ein Brunnen. Ich mache jetzt in dieser Folge noch diese Mistviecher hier weg. Sag mal, bist du da hinten, Heiler? Aua. Können wir das mal lassen? Ich fragte, ob wir das mal lassen können. Aber da ich mit dem Skill der 2, die ja schon Ewigkeit mit mir rumschleppe und das immer noch ein Item-Skill ist, also ein Skill, der auf dem Item liegt, sagt ja schon relativ viel über das, was wir an Items finden. Nämlich so gut wie nichts. Was denn? Keine Ahnung. Ihr Lieben, an diesem Brunnen werde ich die Aufnahme pausieren. Wir machen gleich noch die letzte Aufnahme für heute. Ich bedanke mich für euer Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, einen Kommentar. Ich freue mich über ein Abo, auch natürlich ganz klar, wenn ihr noch nicht habt. Und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.